Ja, liebe Leute und Leute und innen, also ich bin noch ein bisschen zerzaust von der Neujahrsfeierlichkeit, ne? Ich muss zum Friseur nächste Woche. Ich möchte mich immer heute erläutern, also warum die Testzahlen, ne? Und die Infektionszahlen von der Pandemie, also mit dem Hinweis, dann hat ja alles nicht so stimmt. Also möchte ich doch zu bedenken geben, dass ja so viele nicht stimmt hier in unserem Land. Ne? Also nehmen Sie mal die Wettervorhersage, ne? Also die stimmt ja auch nicht vorne und hinten und wir nehmen sie trotzdem wahr und schauen sie uns an und ziehen uns dann dementsprechend an, wenn wir rausziehen. Ne? Und das funktioniert ja trotzdem. Ne? Oder nehmen Sie mal die vielen Wundergeräte, also die wir auf Gewerbemessen kaufen, also Gemüsehobel oder der Wischmopp, der Wunderwischmopp. Ne? Das stimmt ja auch alles nicht, was die einem versprechen. Ne? Also, und der geraspelten Zwiebeln kann man sowieso nicht essen hinterher, weil aber wir kaufen den Hobel trotzdem, ne? Weil sie uns was versprechen. Ne? Oder schauen Sie mal die ganzen Schlankheitspillen. Ne? Das klappt ja auch nicht, wenn man sowas nimmt. Ich habe in der Nossen in Frankfurt, ich sage Ihnen das, also der kann ein Lied davon singen, wie das ist, weil Pillen auch nicht funktionieren. Ne? Das ist halt so. Ne? Nehmen Sie mal die Bahn. Ja, also die machen das mit ihrem Fahrplan, wie wir derzeit mit den Inzidenzen. Also wir passen zwar vorne und hinten, nicht? Aber wenn wir das schon eine schöne Grafik verpacken, ne? Da sieht das doch schon wieder ganz gut aus. Ich finde, das sieht schön aus, wenn wir das in eine Grafik verpacken. Nehmen Sie mal die Maße von so einem Menschengeschlechtsteil, nicht? Also was man so auf Dating-Plattformen veröffentlicht, ne? Wir müssen auch auf 2 mal 3 und mal 4 nehmen, ne? Und trotzdem treffen sich die Leute und haben Spaß, ne? Also lassen Sie mich beruhigen, irgendwelche Zahlen und irgendwelche Grafiken zu packen, das hat sich bewährt, das werden wir auch weiterhin machen. Und in diesem Sinne kann ich Ihnen also versichern, also, dass wir eine Pandemie in Kürze hinter uns haben werden. Also, das habe ich gelernt in Harvard. Das ist der Datenlage, die es hergibt, ne? Also, ich wünsche Ihnen was, bis zum nächsten Mal, dann werde ich Ihnen aus medizinischer Sicht, also, aus der Sicht mal also richtig erklären, warum der Wieler immer so näselt, ne? Girl, I love, ihr Gal.